So, dann eine Frage von Zickei. Ach, Jesus Maria. Die ausländischen Namen sind, also wenn ich mal ausländischen Namen nicht richtig ausspreche, dann seht mir das nach. Es gibt ja auch viele Ausländer, die zum Beispiel den Namen Schatzschneider nicht richtig aussprechen können. Ja, wer kennt den Schatzschneider? Das war mal ein ganz bekannter Bundesligaspieler bei Hannover 96, Torjäger seines Zeichens, Dieter Schatzschneider. Und der Nachname ist schon schwer. Vor allen Dingen für Leute, die keine Zischlaute aussprechen können, wie für viele Asiaten zum Beispiel. Ich denke da jetzt mal gerade an jemand Bestimmtes. So. Hier in der Wohnung. So, da haben wir den Raum hier auch erstmal fertig soweit. Hier müssen wir, der Raum ist so groß, dass wir das hier in der Mitte so lassen müssen. So. Dieses Stück heißt chinesische Weise. Weise mit EI geschrieben. Übrigens nicht mit AI. Das wäre ein Unterschied. So, hier ist jetzt. Ich muss ja doch mal mit F3 durchgehen. Sieht alles hell genug aus. 9. Sieht ja am Polsop dunkel aus. Ist es aber gar nicht. So. Ja. Aussprache von ausländischen Namen. Wir haben nämlich Zickei Acues oder Acue, wenn es französisch ausgesprochen wird, was weiß ich. Und Acues, wenn es spanisch ausgesprochen wird, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, wenn es türkisch ist, keine Ahnung. Vielleicht. Ist auch egal. Du weißt schon, wer gemeint ist, nämlich du. So, hier können wir ein Fenster reinmachen. Denn hier ist ein Durchgang. Fenster ist eigentlich Mist hier. Bei dem Ausblick machen wir lieber sowas hin. So, das da weg. Das da hin. Und hier machen wir das gleiche nochmal. Also, Säcke. Zickei Acues fragte, Opa spielt, könntest du in der nächsten Aufnahme mal mit Facecam machen? Ich mache bei Minecraft keine Facecam, weil das keinen Sinn macht in meinen Augen. Ja, da könnt ihr anders drüber denken, ich denke da halt so drüber. Das bringt bei Facecam, bei Minecraft nichts, die Facecam. Wenn ich jetzt so ein Spiel hätte, wo ich mich tierisch erschrecken würde, ja, dann würde das Sinn machen. Aber ich gucke immer relativ gelangweilt und konzentriert, wenn ich hier spiele. Und da muss ich ja auch noch was sagen. Und ja, ihr wisst schon. So, da haben wir dann ein bisschen die Wände hier bunt gemacht. Mit diesem Diorit. So, hier haben wir Fenster drin. Das ist auch völlig in Ordnung. Hier kommt ja dann die Kantine rein. Oder das Restaurant. Hier geht es dann hoch. Sollte man vielleicht auch noch ein bisschen ausleuchten hier an der Stelle. Oder machen wir das mal dahin. Ja, 2 müssen wir schon machen, sonst geht das nicht hier. Da oben vielleicht nochmal einen da über dem Fenster oder 2, damit es symmetrisch ist oder generell dahin und nicht dahin. Ach, was weiß denn ich so, und euch tun wir mal da oben drüber. Oder wir machen das auf die Seite. Ja, und neben dem
Glückwunsch, Facecam. Ich sag ja, da gibt es ab und zu mal Facecam, allerdings nicht bei Minecraft auf meinem Kanal. Wenn ich zum Beispiel so ein Video habe, wo ich irgendwas erzähle, ich wurde getaggt oder irgendwie sowas oder irgendein Infovideo, mache ich auch mal mit Facecam. Ab und an, ein, zweimal im Jahr, ja, ungefähr. Vielleicht demnächst gleich mal wieder. Oder vielleicht war ja jetzt gerade eins. Denn ich wurde wieder getaggt. Und das muss ich ja dann auch mal machen oder möchte ich machen. Ich muss ja gar nichts. Ich möchte. So, und dann sagte er noch, kannst du auch mal in der nächsten Aufnahme darüber reden, ob du mal Bed Wars, Survival Games oder so spielst. Ja, das mache ich. Ich nehme es allerdings nicht auf. Also ich bin schon bei Gronk, bei, wie heißt der Server? Gomme, auf dem Server gewesen, auf dem anderen noch, wo ich da mit dem guten Crow Nexus Gamer war. Da haben wir auch aufgenommen, beziehungsweise eher ich nicht, denn ich habe mich bisher immer so dumm angestellt bei sowas, dass das für euch, ich meine, ich kann es ja mal machen, dass ich mal eine Runde Survival Games aufnehme. Die Folgen werden dann ratzfatz kurz werden, 2 Minuten, dann bin ich tot und dann habt ihr eure Folgen gehabt. Ne, polierten Granit brauche ich denn wirklich nicht, denn da unten habe ich ja alles nur mit Diorit und mit diesem gebrannten Stein, von dem ich mir eigentlich noch was holen könnte. Haben wir denn nicht noch Stein oben reingeschmissen zum Verbrennen? Ah ne, Quatsch. Ich habe ja hier den, den muss ich ja nur umwandeln. Machen wir das doch mal. Den Weg müssen wir ja auch bauen. So, dann nehmen wir mal hier so ein paar Steine und da so ein paar Treppen. Und dann haben wir wieder unser Inventar voll. So muss das sein. Ja, das zu Facecam und Bed Wars. Dann sagte Philippus Taipliats dies, mein Gott, das ist dann der Grieche unter uns heute. Der Philippos sagte, mach doch mal eine Polizeistation, bitte. Da hat er ganz recht und das werde ich auch gleich mal hier. Ich habe doch noch Schilder. Nee, die habe ich jetzt weggelegt. Okay, da mache ich hier mal. Krankenhaus ist ja fertig im Prinzip. Was können wir denn mal wegschmeißen hier? Schmeiß ich mal erstmal den Stein weg und dann kommt er gleich wieder. So, also SL Polizei. Schreibe ich mal auf, Flippos, das mache ich doch glatt. Und hier steht ja auch noch was, hier steht nämlich Gefängnis. Denn da muss man natürlich auch eine Polizei haben, das ist völlig klar. Ich weiß jetzt allerdings, wie ich das Gefängnis baue und wo ich es hinbaue, weiß ich. Aber für die Polizei, da habe ich mir noch nichts überlegt zum Krankenhaus. Ist ja okay, vielleicht kann man die Polizeistation ja mit ins Gefängnis eingliedern. Wobei das Gefängnis, das sage ich euch gleich, das wird also hier im Berg sein. Also gehen wir mal runter. Ich hatte mir also gedacht, das Gefängnis hier, wenn man hier so reingeht, hier so das Gefängnis zu machen, dann vielleicht ein bisschen erhöht, dass man auf der Höhe von diesem, von der Etage, von diesem Turm ist, dann kann man also den Turm auch gleich als Durchgang benutzen für alles Mögliche. Wir haben es ja benutzt hier für da oben unsere Etagen und dann hier für das Dingshaus hier, wie heißt es, Gewächshaus, und dann hier unten könnte man dann diese Etage machen, hier den Eingang ein bisschen Treppe hoch und dann rechts rüber
Kann ich jetzt natürlich schlecht zeigen. Rechts rüber dann. Ah ja, da sind ja die ganzen Girlanden auch schon gewachsen. Schön. Gefällt mir. Rechts rüber ging es dann ins Gefängnis, ja. So, dann habe ich noch eine Aufforderung, eine Frage, eine Bitte bekommen. Der gehe ich dann nach dem Schlafen nach. Erstmal legen wir uns ins Bett. Es ist ja schon wieder dunkel.